Erde. Oder wie der Rest des Weltganzen sie nennt, die Kugel der Träumer. Ihre Bewohner verbringen so viel Zeit mit Schlafen und Träumen. Ihre gewaltige Einbildungskraft schwebt davon, aufgeladen mit schöpferischer Energie. Wohin entweicht all das? Es wandert durch einen zerebral-bilikalen Strang aufwärts, sammelt sich und verschmilzt mit der Energie all der anderen Träumer. Und etwas Wunderbares passiert. Es entsteht eine Welt, eine ätherische Traumlandschaft voller Abenteuer und Möglichkeiten. Und dahin kannst du jetzt gehen. So, hallo alle zusammen, hier ist der Schmeddes und ich habe mir doch tatsächlich eine schwarze PS3 geholt. In anderen Farben gab es die ja nicht, sonst wäre die lieber weiß gewesen, so wie die schöne Wii. Aber jetzt muss ich mit Schwarz vorlieb nehmen und ich zeige euch jetzt einfach mal hier ein bisschen aus Little Big Planet. Das Spiel, was im Bundle dabei war. Und ja, was ihr hier seht, das ist eigentlich so die Zentrale in diesem tollen PS3-Knüppel da im Hintergrund. Und den kleinen Mann, den ich hier bewege, das ist mein Sackboy. So, der sieht jetzt ein bisschen mexikanisch angehaucht aus. Und das war jetzt auch so der Sinn der Sache, aber das ändern wir auch später noch. Wir gehen jetzt mal hier in den Zentralcomputer, können dann natürlich Online-Sachen spielen. Jetzt bin ich zwar nicht mit der PS3 im Internet verbunden, deshalb kann ich da jetzt nichts machen, aber das kann man ja immer noch nachholen. Und hier haben wir die eigenen Levels. Da habe ich mich noch gar nicht ausgetobt, da widmen wir uns aber auch nochmal in einem Video über den Level-Editor. So, ich gehe aber jetzt mal auf Little Big Planet und zocke jetzt einfach mal das erste Level oder eins der ersten Level. Wir nehmen mal hier alles im Griff, das hört sich gut an. So, da habe ich jetzt 70% der gewonnenen Items. Und da gucken wir mal, ob wir da nicht noch ein paar finden. Darum geht es nämlich, wenn man in diesen Levels hier all diese Sticker und Architekt-Sachen findet, kann man nachher in den eigenen Levels natürlich viel buntes Zeug reinmischen. So, das ist jetzt, glaube ich, das zweite Level oder was das ist, in dem einem erklärt wird, wie man Sachen greift. Das macht man nämlich mit der, was ist das überhaupt, die R1-Taste. Da kann man hier die Sachen ziehen. Das machen wir jetzt einfach mal hier. Wir stürmen jetzt hier mal durchs Level. Ist an sich schon irgendwie ein klassischer Plattformer. Der das aber wirklich sehr gut macht. Vor allem mit unheimlich viel Charme und Humor. Den ich schon lange nicht mehr so in der Form gesehen habe. Und so, was das bedeutet, das habe ich noch nicht rausgefunden. Wenn man sich die Anleitung durchliest, kann man es bestimmt rausfinden. So, wir schieben das Ding hier rüber. Nehmen wir uns hier oben die Spitze, damit wir es umkippen. So, und dann geht's los. Hier kommt zum Beispiel schon mal als erstes mal das Pop-Up-Menü zum Einsatz. Und zwar kann man hier über dieses Pop-Up-Menü, was man über die Viereck-Taste aufruft, kann man hier seinen Sackboy verändern oder Sticker oder Dekos irgendwo anbringen. Wir nehmen jetzt hier mal diese Teekanne, weil die passt hier ja so wunderschön drauf. Und drehen hier die jetzt einfach mit Sticks zurecht. Und kleben den drauf. So, der hat gepasst. Und da ist hier hinten jetzt diese zwei Blasen sind hier runtergekommen. Jetzt können wir hier natürlich noch. Hoppala. Ja, das ist ein groß. Jetzt können wir hier natürlich. Na, hau ab. So. Können wir hier natürlich noch den Stern anbringen. Dann fallen noch mehr Segen runter. Platsch. Hurray. So. Normalerweise wären hier jetzt Sticker gewesen. Aber da ich die schon eingesammelt habe, gibt es halt einfach nur Punkte. So, den nehmen wir uns jetzt hier. Schieben den hier runter und dann springen wir drauf. Dann halten wir uns mal fest und dann geht hier die Post ab. Hurray! Hurray! So. Ja. Genau. Wenn man beim Ziehen mehrmals die X-Taste drückt, dann gibt es richtig Schwung und man kann auch schwere Objekte besser heben. So. Wir huschen hier hoch. Genau, diese Punkteblasen kann man einsammeln. Je mehr man davon einsammelt, auf einen Schlag, desto höher ist der Multiplikator. Jetzt gab es hier natürlich nur zwei. So, hier gab es auch nur zwei, aber das ist ja. Da kann man auch viel mehr noch sammeln. So, den müssen wir jetzt hier runterziehen. Dann springen wir da drauf, halten uns wieder fest und. Hooray! Hooray! Ach, schade. Gut, das hat nicht funktioniert. So, mit der R1-Taste können wir uns an allem festhalten, auch an diesen coolen Bällen hier.
schwinge ich mich mal hier durch die Pampa. Und schwupp. So. Dann müssen wir den einmal runterziehen. So. Dann kommen wir da drauf. Mit schnell, bevor er wieder runtergeht. Tja, bis jetzt noch keinen Sticker gefunden. Das ist natürlich schade. Da oben haben wir noch einen Stern. Habe ich den schon genutzt das letzte Mal? Machen es einfach nochmal. Klatsch. Jo, dann hat auch wieder noch Punkte. Da kann man halt Sticker sammeln, die man jetzt übers Pop-Up-Menü überall hinkleistern kann. Da oben den Stern, der war natürlich Sinn und Zweck des Ganzen. Aber ich kann jetzt hier natürlich auch, Moment, jetzt einfach mal hier so einen Sticker nehmen. Das sind 1000 Sticker, die ich schon gesammelt habe. Das ist natürlich cool, die kann man überall anbringen. Wir nehmen jetzt hier mal einen Roffel. Und das Roffel, das kleistern wir jetzt einfach mal hier so. Nicht Wahnsinn! Jetzt habe ich hier einen Roffel stehen. So, mit diesem Schlüssel genau da oben. Die gibt es auch in vielen Levels. Damit kann man noch spezielle Herausforderungen freischalten. Jetzt gibt es hier die volle Überlebensherausforderung. Können wir uns eigentlich gleich mal angucken. So, bereit für ein Rennen. Möglichst schnell zum Ziel fassen. Ja. So, das gibt es auch in vielen Levels. Und jetzt geht's ab. Wobei ich das Rennen natürlich jetzt nicht beeinflussen kann. Hier geht es ja immer bergab. Hooray! Uah! Yay! So, und damit haben wir eigentlich auch schon das Level beendet. War kein Leben verloren, war voll gut. Aber wir haben leider keinen Sticker mehr gefunden.